So. Die Künstler sind schon bereit. So, danke, danke, danke für euren Enthusiasmus. Kommt später vielleicht noch mal. Nachher, nachher, später. Wir haben noch so viele Programmpunkte heute. Danke an euch. Als nächstes kommt Hymnus der Kulturen auf die Bühne. Ich bitte mal alle, die zu Hymnus der Kulturen gehören, sich anzunähern. Der Hymnus der Kulturen ist ein Lied, das extra komponiert wurde. Ach so, kommen die noch heute? Es gibt sehr unterschiedliche Instrumente. Bei diesem Lied gibt es eine Verbindung aus dem asiatischen und dem europäischen Kulturraum. Sowohl von der Melodie als auch von den Instrumenten. Und dann passiert der Aufbau. Ich habe jetzt an meiner Seite den Gerald, der diesen Hymnus komponiert hat. Der wird uns kurz mal erzählen, worum es dabei geht und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Lied entstanden ist. Ja, also das ist ein Hymnus der Kultur. Ich habe das komponiert, um auch verschiedenste Instrumente zusammenzubringen. Hier kommt zum Beispiel auf der Bühne eine chinesische Pipa. Und dieses Instrument wird in Asien gespielt, in sehr vielen Kulturen. Es ist bekannt, dass es das Instrument hat andere Seitenstimmungen als die europäische Laute, hat aber starke Verwandtschaft und die spielt eine Melodie, die auf 5 Tönen aufgebaut ist. Und in Asien spielt man auf viele Melodien auf 5 Tönen. Und in Europa gibt es Töne auf 7 Tonstufen. So ist es für die anderen Instrumente die 7 Tonstufen. Aber gleichzeitig mit einer Melodie auf 5 Tonstufen. Und diese 5 Tonstufe wird dann auch von allen anderen Instrumenten gespielt. Diese zwei Welten klingen gleichzeitig in einer Symbiose. Danke für diese Erklärung. Ich drehe dann gleich mal um und frage mal, wer da jetzt mit uns hier auf der Bühne ist. Ja, Sie sehen. Und was wirst du spielen? Wer bist du? Welchen Teil hast du hier in dem ganzen Ensemble? Also wir spielen Erfahrung und wir spielen meistens Teil. Wen gibt es denn noch, der zu euch gehört? Wandere nach hinten. Darf ich dich fragen, welchen Part du in dem ganzen Ensemble hast? Ja, also ich habe jetzt die Violine und ich leite den Verein die Hütte. Wie heißt du? Renate Spitzner. Die Renate Spitzner ist das. Sie ist hier mit ihrem Sohn, dem Gerald. Und die anderen haben wir jetzt auch schon kennengelernt. Eine Dame haben wir noch, die auch zu euch gehört. Besonders bei mir. So, darf ich dich noch fragen, wer du bist? Und welchen Teil hast du hier in dem ganzen Ensemble? Okay, dann können wir machen. Du bist die Journalistin, habe ich gehört. Genau. So, jetzt haben wir hier bald alle Stellen vollzogen. Ein internationales Ensemble, das sich hier platziert. Wie so viele habe ich gerade gehört, ist auch dabei. Ich glaube, dass die Kinder mir etwas mehr stellen. Sophie, magst du sagen, wie alt du bist? 8 Jahre und wie lange? Seit einem Jahr.
freien Platz sein. Mensch, Großvater, du willst ja Rapper werden! Ich bin richtig Rapper! Oh mein Gott, nochmal Rapper! Ich kann euch alle aus der Welt nehmen! So, ich verlasse mal die Bühne. Ich glaube, ich muss jetzt gleich losstehen. Ich glaube, so bei uns sind, hat sich auch schon ein Platz gesehen. Ja, ist ja auch nicht so. Dann soll ich mich verteilen. Oberhand über der Geige ein bisschen runter noch. Ja, wir haben eine Frage. Ja, Mann. Ich mit mir. Fabian, brauche ich vorne auch noch ein Intro auf der Melodieseite. Entschuldigung, darf ich das nächste Strappen? Du kannst nicht, ich mach mir gut.